Hallo und grüezi zu diesem Begleitvideo des kleinen aber Oho-Buches Körpersprache wirken ohne Worte. Heute geht es um das dritte Kommunikationsgrundmuster der nonverbalen Kommunikation, nämlich positive und negative Körpersprache. Positive Körpersprache, negative Körpersprache wirkt genau so, wie es auch heißt. Positive Körpersprache wirkt positiv auf andere, hat einen positiven Effekt, wir werden das noch genauer betrachten, und negative Körpersprache hat einen eher negativeren Effekt. Schauen wir uns mal die beiden Muster an, welche ja wieder sehr, sehr gegensätzlich sind. Positive Körpersprache, jetzt als Beispiel, ist, wenn ich meine Gestik eher weiter oben habe, eher frei habe, meine Handfläche sichtbar ist für Sie, wenn ich auch lächle, wenn ich einen dynamischen Körper habe, kein Schlaffen, sondern wirklich so aktiv, ich bin freudig, Sie merken vielleicht, dass ich innerlich so ein bisschen einen Drang habe, mich auszudrücken, ich habe eine schnellere Bewegungen, ich habe mehr Aktion, mehr Kraft in den Bewegungen, die ich tue, ich kann natürlich auch eine Hand mal unten haben, aber die Möglichkeit, von der positiven Körpersprache so auch positiv zu wirken ist, wenn auch eine Hand mindestens nach oben ist. Der Blick ist eher nach oben und auf diese Art und Weise wirke ich eher ein bisschen positiver. Und durch das kann ich natürlich auch andere Menschen mitreißen. Das wirkt aktivierend für andere. Wenn Sie so eine Körpersprache, nonverbale Kommunikation nutzen, ist das motivierend für andere. Also große Redner nutzen eine positive Körpersprache eher, um ihr Zuschauer, Zuhörer mitzunehmen, mitzureißen in einen positiven emotionalen Zustand. Der andere Bereich ist mehr so die negative Körpersprache. Es ist mehr so die Kommunikation wird langsamer, auch der Blick geht natürlich tendenziell nach unten. Es ist weniger Dynamik, die Schultern fallen mehr nach vorne, vergleichsweise ähnlich wie dein Tiefstatus. Und trotzdem, spezielle Dinge sind hier noch zu bemerken, nämlich dass auch die Handflächen eher nach unten zeigen, also nicht sichtbar sind für Sie jetzt gerade. Dann die Gestik ist tendenziell eher, und das sehen Sie jetzt auf dem Video nicht, eher unter dem Bauchnabel und durch das auch nicht so motivierend. Und es wirkt eher ein bisschen schwerfällig. Bewegungen sind nicht so schnell, sie sind eher so ein bisschen schwerfällig, auch fließend. Die Schwerkraft zieht quasi so die Körpersprache so nach unten, also das sehen Sie auch auf diesem Foto hier, eher so eine schwermütigere Stimmung, die da kommuniziert wird. Diese Form sieht man eher selten, wenn Sie kommunizieren auf Bühnen. Ein Speaker hat meistens eine positive Körpersprache, nutzt auch positive Worte, hat eine positive Mimik. Sie sehen jetzt auch, meine Mimik ist eher so, als ob es hier auf der Seite so, die Schwerkraft zieht so quasi meine Backen nach unten und die Augen nach unten. Also alles geht nach unten bei der negativen Körpersprache. Bei der positiven Körpersprache geht eher alles ein bisschen nach oben, leichter, als ob es überall so kleine Heliumballons hat, die nach oben ziehen. Und das wirkt aktivierend für andere. Wenn Sie das Thema Spiegelneuronen kennen, das ist das, was Sie in unserem Kopf haben, das uns das fühlen lässt, was unser Gegenüber fühlt. Das heißt, wenn ein Speaker auf der Bühne ist, er nutzt eine positive Körpersprache, dann wirkt das auch ansteckend für die Zuschauer. Also wenn Sie mal eine Präsentation geben müssen, schauen Sie darauf, üben Sie das im Vorfeld, dass Sie eher eine leichtere, positive Körpersprache einsetzen können und ihre nonverbale Kommunikation so nutzen können, dass sie authentisch, kongruent zu dem passt, was sie auch sagen möchten. Das war das dritte Grundmuster der nonverbalen Kommunikation, positive und negative Körpersprache. Ich freue mich auf unser nächstes Video und bis dahin alles Gute, eine gute Zeit.